Möchte mit euch über Vision und Mission reden von unserer Partei. Und der Grund, warum, erschließt sich eigentlich relativ gleich. Wir haben ja schon häufiger darüber geredet, dass wir eine gemeinsame Geschichte erzählen müssen, dass wir an einem Strang ziehen wollen. Und ja, wir sind in der Situation als Partei, und dafür lieben wir uns, dass jedes Mitglied machen kann, was es möchte, gefühlt. Und dass jedes Mitglied auch die Freiheit hat, zu tun, was es möchte. Und diese Freiheit und Selbstbestimmtheit, die funktioniert für uns als große Gruppe dann, wenn trotz freier Entscheidung alle dennoch das gleiche Ziel verfolgen, beziehungsweise im Sinne der Partei arbeiten. Damit das passiert, ist es aber wichtig, dass auch jeder weiß, was die gemeinsame Richtung ist. Dass jeder weiß, in welche Richtung wir fahren wollen, wo unser Leuchtturm ist, was das Ziel ist. Diesen Leuchtturm haben wir aber nicht, und bisher tun wir uns auch sehr schwer damit, als Partei diese Richtung vorzugeben, weil wir eben, wie ich in einem anderen Vortrag ja schon gezeigt habe, eigentlich diese Vision als solche nicht ausformuliert haben. Aber genau diese Vision, also es gibt typischerweise eben diese Vision oder die Mission oder das Mission Statement, wie auch immer man das genau dann ausformuliert oder ausdrückt, was diese Orientierung dann gibt. Und genau, wir haben aktuell etwa 6.000 unterschiedliche Visionen und Missionen, wenn man sich dann mal in der Partei umhören würde, wo wir eigentlich, wofür wir stehen, was wir eigentlich wollen. Ein bisschen überspitzt gesagt. Aber das ist meiner Meinung nach mit einer der Gründe, warum wir eher wie ein Hühnerhaufen sind, anstatt wie eine Gruppe von Piraten, die gemeinsam volle Kraft voraus in Richtung eines bestimmten Ziels gehen. Wäre es dann nicht sinnvoll, vorab mal ein richtiges Brainstorming zu machen und sich dann... Gut. Was ist eine Vision? Eine Vision beschreibt, was in Zukunft sein soll. Ja. Und sie beschreibt den Idealzustand, den wir als Partei uns wünschen. Also den Sollzustand, wo wir hinarbeiten. Und damit hat es eben dieses richtungsweisende Element. Es ist also ein Bild einer erreichbaren Wirklichkeit für uns, ja, die wir eben durch unsere Arbeit als Organisation dann eben erreichen. Und diese Vision, das Vision Statement, beschreibt das halt, dieses angestrebte Ziel, und ja, gibt damit so exemplarisch die Entwicklung des Unternehmens in den meisten Unternehmen. Also meistens sind die Unternehmen ja gut darin, das auszuformulieren, weil sie sehr top-down funktionieren, dass es schnell gemacht ist. Beschreibt ihr diese langfristige Entwicklung da. Also das war's. Was wollen sie? Warum wollen wir das als Organisation und auch für wen? Also das Ideal einer Zukunft. Bildlich gesprochen ist es die Karotte, die wir jedem vor die Nase halten, diese Lebensvision, die so attraktiv ist, dass du dich auf den Weg machst, das zu tun. Ja? Also die Vision von uns als Organisation, in der sich dann nachher auch jeder wiederfinden kann, jeder und auch die Ziele jedes Einzelnen darin abgebildet sind. Ein Beispiel einer guten Formulierung ist halt eben, oder was ausdrückt, was eine Vision ist: Wenn du ein Schiff bauen willst, dann trommeln nicht Leute zusammen, um Holz zu beschaffen, oder um Werkzeuge vorzubereiten und die Arbeit dann einzuteilen, sondern weg in den Piraten, die Sehnsucht nach dem endlosen, weiten Meer. Also die Vision ist, dieses endlose, weite Meer zu bereisen, und dann wissen die Leute, worauf sie hinarbeiten. Also, es gibt die Orientierung für alle Beteiligten. Vor allen Dingen macht es Lust und Freude, sich auf diesen Weg zu machen. Ist also motivationsauslösend, und vor allen Dingen aber auch, sie verbindet uns, sie sorgt dafür, dass wir alle diese Gemeinsamkeit fühlen, eben einen bestimmten Zustand zu erreichen, diesen idealen Sollzustand der Welt. Also diese klare Ausrichtung, die dann eben auch ermöglicht, dass alle Piraten ohne konkrete Absprache, ohne konkrete Aufgabenverteilung von sich heraus das Richtige tun. Oder vielleicht nicht das Richtige tun, aber immerhin den Wunsch und das Ziel haben, in eine bestimmte Richtung zu gehen. Ja? Und damit lässt es halt eben viele Freiheiten, ja? Dass jeder eben für sich den Weg finden kann, wie er am besten dieses Ziel erreicht für uns als Partei. Ja? Und normalerweise in diese Vision beziehst du alle ein, nicht nur die Mitglieder, sondern tatsächlich ja auch die Leute, für die und mit denen du dieses Ziel erreichen willst. Also du machst dich damit quasi anschlussfähig als Organisation. Das ist nicht so, dass wir Piraten uns jetzt zusammensetzen und sagen, oh, was wollen wir tun? Sondern eigentlich sind wir eingebettet in eine größere Organisation, in eine Umwelt, in eine Gesellschaft. Es ist natürlich in Absprache, in Anführungsstrichen, also gemeinsam und im Feedback mit den Menschen, was wir für sie erreichen wollen. Und
Im Gegensatz zu dem, was nachher die, als Mission Statement oder als Mission, was ich dann da darstelle, richtet es sich dennoch aber an die Mitglieder selber. Ja? Dieses Ziel geben, worauf wir hinarbeiten, wir als Organisation. Und genau das hat natürlich diesen organisationskulturellen Aspekt auch. Aber um zu beschreiben, was jetzt die Vision ist und auch um das Sache abzugrenzen gegen die Mission, ist die Frage, was machen wir, warum machen wir das und für wen? Ich spare jetzt hier noch da konkreter auszuführen, was das bei uns als Partei aktuell ist und worauf sich das bezieht. Aber halt eben, um das jetzt nochmal abzugrenzen zum nächsten Teil der Mission. Also die Vision bezieht sich auf die Zukunft einer Organisation. Das ist strategisch definiert, indem es halt eine Richtung gibt, im Gegensatz zu taktisch oder operativ, was eben sehr konkret ist, aber ist strategisch definiert. Und üblicherweise denkt man daran, was wollen wir denn in 5 bis 10 Jahren erreichen? Also so der Zeitrahmen, in dem man dann diese Vision als realistisches Ziel formuliert. Die Mission dagegen beschreibt die Daseinsberechtigung einer Organisation in der Gegenwart. Also in dem Sinn auch, wie wäre die Welt denn, wenn es uns nicht gäbe? Also Vision nochmal, wo wollen wir sein? Das ist die Zukunft, das soll inspirierend und motivierend sein, Hoffnung machen, idealerweise mit einem Bild verbunden und relativ kurz und knapp. Als großer Freund von Beispielen, die Vision von IKEA, einen besseren Alltag für viele Menschen. Google, provide access to the world's information in one click. Also eben Zugang zu Informationen, tatsächlich größere, hehre Ziele. Ja, Amazon, die kundenzentrierteste Firma zu sein. Oder Wikipedia auch als schönes Beispiel. Stell dir eine Welt vor, in der jeder einzelne Mensch freien Anteil an der Gesamtheit des Wissens hat. Also man sieht die Zukunftsperspektive, man sieht auch den Idealismus dahinter. Und ein gewisses Moral auch. Die Mission hilft, einen Handlungsrahmen abzustecken. Sie generiert ein Wir-Gefühl und gibt auch in Krisenzeiten Orientierung. Damit meine ich, dass es das greift dieses gemeinsame Ziel der Vision auf, aber es hilft auch dann zu sagen, okay, und was machen wir? Was genau tun wir denn jetzt eigentlich? Es beschreibt den Zweck, warum die Organisation existiert und worin dann dieser große strategische Gedanke, das Ideal der Vision, sich dann nachher eindampft in und das tun wir jetzt. Also hier formuliert als, wie erreiche ich täglich meine Vision? Also das ist dann das Umsetzen der Vision. Das beschreibt die Mission am besten. Also du musst natürlich gleichermaßen griffig sein. Die Leute müssen die Mission genauso verstehen wie die Vision. Ja? Und es soll eben deutlich machen, diesen funktionalen Charakter, im Verfolgen dieser Mission schaffen wir es, die Vision zu erreichen. Als Beispiel jetzt dafür, wie man das als Formulierungshilfe dann, also als Hilfe, wie man das ausformulieren kann. Wir arbeiten täglich daran, unsere Vision, diese bestimmte Ziele, zu erreichen, und zwar bis dann und dann, indem wir das und das tun. Auch bei den Beispielen gleich, zum Beispiel von Wikimedia, wird es dann deutlicher. Also Vision, im Gegensatz zur Vision vorher, wohin wollen wir, wann wollen wir das Ziel erreichen und wie. Also hier sprechen wir viel mehr über das Wie. Die Vision gibt das Ziel vor, malt das Bild von der Zukunft, das Warum wir was machen und für wen, und die Mission bezieht sich vielmehr auf den Zustand und die Gegenwart, nämlich jetzt ist es so und deswegen machen wir das. Könnt ihr so ein bisschen nachvollziehen? Also die Vision kommt so von oben, vom Abstrakten, und die Mission von unten, um das dann so greifbarer zu machen. Also Vision für die Intention und das Ziel und das Mission Statement für das Wie. Also, was tun wir und wie? Was machen wir heute? Ist natürlich gleichermaßen richtungsgebend und inspirierend. Das formuliert auch nochmal den Zweck, warum wir das machen, wozu wir existieren und für wen, und gibt halt eben nochmal diesen Auftrag mit. Und das muss natürlich auch kurz und knackig sein. Häufig, wenn man Leute sagt, ja, wie würdest du die Mission beschreiben, dann kriegst du irgendwie 3 Sätze gesagt. Das ist meistens sachlich richtig gewesen, aber allein die Länge bewirkt, dass es wenig inspirierend und motivierend ist, nicht so mitreißt und dass es dann natürlich auch überkompliziert ist. Nein, die Vision ist das Programm und die Mission der Wahlkampf. Nein, die Vision ist nicht das Programm. Das Programm sagt ja auch wieder, wie wir einen bestimmten Zustand erreichen wollen. Also die Vision ist das Menschenbild, dem wir durch das Programm
verhelfen wollen, sich auszudrücken, zum Beispiel. Oder die Welt, wie wir sie uns vorstellen. Also zum Beispiel, dass die Menschen im digitalen Zeitalter selbstbestimmt und glücklich leben können. Dass jeder Mensch und auch zukünftige Generationen in Zukunft selbstbestimmt leben kann mit den Mitteln, die uns die Digitalisierung gibt, zum Beispiel. Wobei man jetzt sowas wie eine Vision beispielsweise schon in als Teil vorne als Grundsatzprogramm anheften. In der Präambel, ne, genau. Ja, nicht mal Präambel, sondern einfach als Start. Dokumente mit Präambel muss man ja nicht lesen. Also, die jetzt noch als Beispiele für die Mission, um es ein bisschen zuzuschnüren. Wikipedia hatte vorher ja, ich stelle es ja eh gleich nochmal zusammen, also hier als Vision, die Mission von Wikimedia Foundation ist, Menschen auf der ganzen Welt zu befähigen und zu motivieren, Bildungsinhalte unter einer freien Lizenz oder im öffentlichen Bereich zu sammeln. Also ihr seht, wie operativ das ist und wie gegenwartsbezogen das ist. Also was machen wir jetzt dazu? Was tun wir nun, um das zu erreichen? Wir wollen die sammeln, entwickeln und effektiv weltweit verbreiten. Also tatsächlich, weil du kannst mit allem, was du tust, kannst du überlegen, wenn du dort arbeitest, verfolge ich jetzt diese Vision, verbreite ich gerade Inhalte, kuratiere ich gerade Inhalte, sammle ich die oder erhöhe ich die Effizienz, wie man das verbreiten kann. Also wenn ich jetzt heute sitze und überlege, irgendwas zu tun und dann sage ich, ich will dann noch die Mission verfolgen, dann habe ich hier einen relativ konkreten Handlungsrahmen eigentlich gegeben. Bei Google, ja, vorher war das Beispiel, mit einem Klick die Informationen der Welt verfügbar zu haben, hier, to organize the world, also die Informationen zu organisieren und eben verfügbar zu machen, also tatsächlich beispielsweise dann auf Plattformen anzubieten. Hier nochmal gegenübergestellt, ne? Also, Zugriff mit einem Klick zu ermöglichen als Vision für jeden, ja? Und dann halt eben es zu organisieren. Oder bei Wikimedia tatsächlich auch so formuliert wie, stell dir eine Welt vor, in der jeder einzelne Mensch freien Anteil der Gesamtheit des Wissens hat. So, das ist, dieser Zukunftsbezug wird darin deutlich und in der Mission eben dieses in der Gegenwart, wie gehe ich damit um? Nochmal Beispiele von IKEA und das. So. Ich sag mal, ich bin auch lange Zeit hinter einem Gockel hinterher gelaufen, bis ich erkannt habe, dass es ein Gockel war. Aber nichtsdestoweniger sehe ich die Demokratie in diesem Land doch mittlerweile als sehr eingeschränkt an, weil ich sag mal, die Wirkmächtigkeit zur Überzeugung für bestimmte Dinge hängt vom Geldbeutel ab, inwiefern man Dinge bewegen kann oder auch nicht. Und insofern, wenn es eine Demokratie ist, wo jeder die gleiche Stimme haben sollte, ist doch die Frage, wie wir sozusagen eine wahre Demokratie, wo jede Stimme gleichmäßig gezählt wird, sozusagen jenseits von Beeinflussung, wie wir das irgendwie hinkriegen könnten. Wie konkret hat das jetzt mit der Präsentation zu tun? Ich kann das gerade nicht einordnen, müsste ich mal sagen. Oder ist es jetzt eher eine grundsätzliche Diskussion? Nein, es war, also ich war mal eine Zeit lang parallel auch bei dir unterwegs, ist ja kein Geheimnis. Und wie gesagt, ich sehe halt, dass hier in dem Land die Wirkmächtigkeit vom Geld ausgeht, wie ich oder wie man. Okay, aber ich glaube, dann verstehe ich richtig, was du möchtest. Du möchtest jetzt eigentlich einen Startschuss geben für eine Diskussion über Ziele von Politik eigentlich. Ne? Ich kann mich auch zurückziehen. Also ich bei mir wäre es jetzt eigentlich eher. Also, genau, mir wäre jetzt wichtiger, deutlich zu machen. Erstmal zunächst die Notwendigkeit, warum ich es für wichtig halte, eine Vision zu entwickeln, damit wir als lauter frei flottierende Piraten im gesamten Landesvorstand oder sogar im Bund tatsächlich jeder sich selbst bestmöglich ausleben kann, aber halt dabei auch gleichzeitig im Sinne der Partei, also dass alle wissen, in welche Richtung arbeiten wir gemeinsam. Dafür eben eine Vision zu formulieren. Ich halte das tatsächlich für uns im Landesverband noch für eine Aufgabe, die wir leisten müssen, auch bundesweit, aber jetzt im Landesverband, eine Vision zu formulieren, damit wir wissen, in welche Richtung wir arbeiten und gleichermaßen auch eine Mission. Und warum ist es wichtig? Weil auch in meiner Erfahrung, jetzt was Kommunikation angeht, die letzten Jahre, wir haben häufig sehr viel daran gearbeitet, Kanäle zu betreuen. Dann schreiben wir auf Twitter, wenden Zeit auf, um auf Instagram
was zu schreiben, machen Bilder dafür. Und letzten Endes ist das auch richtig. Wir können damit immer uns äußern. Aber was immer fehlte, ist dieses Warum eigentlich? Was ist die Geschichte, die wir erzählen sollen? Wie fügt sich das zusammen? Und auch bei den Geschichten, wenn ich weiß, welche Geschichte will ich erzählen, was will ich eigentlich damit erreichen? Woraufhin wirken diese Geschichten eigentlich? Und um ein Beispiel zu machen, diese Vision und diese Mission haben deswegen eine enorme Bedeutung nach außen auch. Also weil sie grundlegend sind für alles, was wir tun, wenn das, wie wir kommunikativ wirken, eben Bedeutung haben soll und verstanden werden soll. Also wir haben quasi als erstes, was, also das ist jetzt, dieses Diagramm kommt aus dem Public Arena Framework vom Juri Schneller, der von Cosmonauts and King ist. Die verbringen sehr viel Zeit mit Politik und NGO-Beratung, vielleicht kennt der eine oder andere, ja. Als erstes hat man die Vision und die Mission. Und von dieser Vision, von diesem Sollzustand der Gesellschaft in der Zukunft, leitet man dann ja die Ziele ab. Was wollen wir genau wie erreichen? Also wir haben erstmal unser Leitbild und darauf aufbauen, analysiert man dann in Bezug auf die Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, wo stehen wir, was ist die Struktur, wen wollen wir wie ansprechen, welche Kultur wollen wir ausdrucken und unterstützen das entsprechend mit Daten. Das gibt so ein bisschen da das eigene Setup. Also wie sieht unsere Kommunikation heute aus, wo wollen wir hin, wo sind Defizite, was müssen wir entsprechend anpassen. Das hat man dann irgendwo erstmal so analysiert, wo man steht und überlegt sich dann, was die Positionierung ist. Wo wollen wir stehen? Wo stehen wir eigentlich mit dem, was wir als Vision und Mission formuliert haben? Und wie verhalten wir uns da im kommunikativen Raum? Wo stehen wir dann zu anderen? Und wen können wir damit richtig erreichen und ansprechen? Wer und wo sind die Leute, die unsere Vision teilen werden, die sich durch unsere Mission angesprochen fühlen? Daraus leiten sich dann die Zielgruppen ab, zu denen man sich entscheidet, zu denen zunächst und bevorzugt erstmal zu sprechen. Nachdem man die Zielgruppen dann hat und kennt und hergeleitet hat, stellt man fest, okay, diese Zielgruppen erreiche ich am besten über eben jene Kanäle, den Fernsehspot, die Flyer, die ich rausschmeiße, über einen Facebook-Kanal oder über ein YouTube-Video. Das beschreibt dann die Taktik, wie ich in der Öffentlichkeitsarbeit die Menschen erreiche, wie ich meine Kommunikation umsetze. Und da dann obendrauf kommt dann dieser große Überbau, eben wenn ich den Kanal kenne und welche Geschichten erzähle ich auf dem jeweiligen Kanal. Denn eine Geschichte muss auf einem Flyer anders rübergebracht werden, also als auf einem TikTok-Video, mal ganz banal gesagt. Ich habe dann das Storytelling, daraus entwickelt sich dann entsprechend der Content und dann entsprechend die Zielorientierung, die Community, die ich anspreche und dann oben dieser ganze Kreislauf und Rattenschwanz in Anführungsstrichen. Aber was dieses Bild vor allen Dingen ausdrücken will, ist, wir müssen unser Leitbild klären, wir müssen die Vision und die Mission für uns kennen, damit wir schlüssig und zusammen handeln, aber auch damit wir eben geschlossen kommunizieren. Wir können eigentlich hier oben in dem, was wir tun oder auch über die Kanäle, die wir bedienen oder das, wie wir das Ganze dann umsetzen, hier können wir ganz, ganz fleißig sein. Aber wenn wir das Ganze nicht auf solide Säulen gestellt haben, indem wir eben sagen, das ist das, wofür wir eigentlich stehen, das ist der Zustand, den wir in dieser Welt erreichen wollen und der wird nur dann klar und deutlich und unstrittig rübergebracht werden können, wenn wir hier unsere Einigkeit haben und da eben auch stehen. Und ich denke, wie gesagt, das ist das, was wir in Hessen anstoßen müssen mit dem Piratengemahl. Also wir als Piraten müssen uns das überlegen. Das muss von uns kommen, denn nur dann trägt es. Und dazu würde ich eigentlich gerne einen Startschuss geben. Genau. Das heißt, für uns ist dann die nächste Frage, wie sehen Vision und Mission für uns aus?